Guten Nachmittag. Ich habe das Video die Angstflüsterer genannt und das Denken. Man könnte auch die Hundeflüsterer dazu sagen. Ich habe mal extra genuschelt. Ja, Ausgangspunkt, und das finde ich so genial, dass wir uns hier nicht dumm auf dem Kanal rumkloppen und Blödsinnigkeiten an den Kopf werfen und so weiter, uns beschimpfen, sondern dass wir gemeinsam weiterdenken. Pinke Helga hat er geschrieben, ja, da, nee, anders. Ich glaube, es war jemand anders. Und da habe ich geschrieben, na ja, dann können die eben nicht denken. Und dann schrieb Pinke Helga, Erklärer Mafü, doch, viele können sogar denken, tun es aber nicht, weil es verboten ist und man dann in bekannte Schubladen gerät. Beziehungsweise denken tun sie vielleicht noch, trauen aber ihren eigenen Schlüssen und Wahrnehmungen nicht. Das hat mich tief beeindruckt. Ich lese jetzt mal vor, lehnt euch zurück. Das wäre sowieso mit dieser kleinen Schrift am Handy erst recht fast unmöglich mitzulesen. Es ist spannend. Es ist höchst spannend. Ich habe wieder was gelernt und ich habe wieder mich an alte Dinge erinnert. Ich komme gleich dazu. Pinke Helga schrieb: Ich war damals auf dem Wochenmarkt als Propagandist Teppichschaum verkaufen. Ein Wunderprodukt. Einmal stand ein Kind in der Menschentraube und fragte, ob es Ketchup von den Pommes auf den Teppich schmieren könne. Na ja, ich war experimentierfreudig, schrubbte ein paar Mal drüber und im Weiß des Musters war noch immer ein rötlicher Schimmer zu sehen. Tomate ist eine hartnäckige Verschmutzung, da muss man das Produkt 3 bis 4 Mal einwirken lassen, sagte er. Nach dem 4. Mal sah man immer noch etwas. Ich sagte dann, und wie Sie sehen, ist nach wenigen Behandlungen sogar Tomate entfernt. Anmerkung, das stimmt ja gar nicht. Die Leute kauften wie noch nie. Sie trauen ihren eigenen Augen nicht, wenn man nur selbstsicher behauptet, der Fleck wäre weg. Er ergänzte noch, mit Sicherheit haben viele es auch noch gesehen, aber sie zweifelten vermutlich daran, ob sie sich nicht täuschen. Sich selbst täuschen, etwas sehen, was gar nicht mehr da ist. Suggestion kann auch stärker sein als der Verstand. Ich schrieb dann, Ed Pinker Helga, danke, was für ein einleuchtendes Beispiel. Das ist für mich einen weiteren Nachtrag wert. Ja, und deswegen auch dieses Video. Ich kenne ja noch weitere Beispiele. Suggestion, habe ich dann noch geschrieben, bedeutet Vorschlag eigentlich, ne? Und das ist eine wichtige Komponente der Hypnose. Sie scheint das Denken, sie scheint das Denken zu lenken. Aber ich gehe per neuem Video nochmal darauf ein. Nochmals vielen Dank. Ja, dann ging die Diskussion in dieser Richtung weiter. Wirklich, wirklich einwandfrei. Besser kann man sich nicht gegenseitig letzten Endes die Bälle zuspielen und dadurch gemeinsam denken und weiterkommen. Ja, wenn ich aber, wie sagte doch Goebbels, wenn man eine Lüge nur oft genug wiederholt, wird sie geglaubt. So ähnlich wird es gesagt haben. Und diese Flüsterer, ja, wenn sie es nur oft genug wiederholen, kommt man ja gar nicht mehr dran vorbei. Aber jetzt nochmal zum Wort Suggestion. Lehnt euch wieder zurück. Noch ein Satz davor. Erst dann erkannte ich die Schülerflüsterer wieder. Es sind Hypnotiseure. Suggestion in ihrer eigentlichen Bedeutung. Ich muss an dieser Stelle mit noch einem Begriff aufräumen, mit dem Begriff Suggestion. Dieses Wort hat sich in der deutschen Sprache schon zu sehr von seiner eigentlichen Bedeutung entfernt. Denn suggerieren verbinden wir mittlerweile mit negativer Beeinflussung. Wikipedia sagt, ich muss jetzt sagen, sagte, denn das habe ich damals 2004 geschrieben. Wikipedia sagte zu diesem Begriff, die Psychologie versteht unter Suggestion, Begriff erstmals von James Braid verwendet, die Beeinflussung von Fühlen, Denken und Handeln. Es wird zwischen der Autosuggestion, siehe auch autogenes Training, und der Heterosuggestion unterschieden. Speziell bezeichnet sie die begrenzte Hörigkeit des Patienten bei der Hypnose. Sigmund Freud nannte sie die zauberhafte Wirkung der Rede. Ach ja, 2005 habe ich das aufgerufen. Gut. Weiter im Text. Übersetzen wir aber suggest aus dem Englischen ins Deutsche, ergibt sich ein ganz anderes und positives Bild dieses Wortes, nämlich vorschlagen. Anmerkung,
die Bücher von Erikson, die wurden immer so übersetzt, dass suggerieren verwendet wurde. Und es geht um das Vorschlagen. Eigentlich nur Vorschlagen. Und diesem Bild wollen wir hier folgen. Wenn das Wort suggerieren hier im weiteren Text also aus stilistischen oder anderen Gründen geschrieben steht, bedeutet es wirklich nur Vorschlagen. Diese Vorschläge sind ein wichtiger Teil der Grundüberzeugung Eriksens. Erikson befahl nicht, sondern er schlug dem Unterbewusstsein seiner Patienten nur einige der vielen gangbaren Wege zur Problemlösung vor. Ist das nicht viel angenehmer? Anmerkung. Viele Leute denken noch bei dem Wort Hypnose immer gleich an, huhu, Sie müssen jetzt warm werden oder Sie müssen jetzt dies oder Ihr Bein wird ganz schwach oder Ihr Arm wird ganz leicht und das sind Befehle. Und dann sagt sich meistens ein Patient, stimmt doch gar nicht. Da muss man schon höchst beeinflussbar sein, um solchen Befehlen zu folgen. Beziehungsweise ein gewisses Hypnosetraining absolviert haben, sodass man sagt, okay, der wird es schon richtig machen. Hat auch viel mit Vertrauen zu tun. Gut, nochmal. Das Paradigma der Hypnose, auch in dem Bewusstsein, den Leser immer noch mit dem Grundwissen über Hypnose zu belasten und eventuell gar zu langweilen, muss ich hier muss noch eine Kleinigkeit erwähnt werden. Es erleichtert das Verständnis des Buches enorm, sich das folgende Ablaufschema, also das Paradigma, zu erschließen. Eine alte Verkäuferweisheit sagt, du kannst nur verkaufen, wenn sie, also die Kunden, dich auch sehen. Anders gesagt, kauft kein Kunde, wenn er nichts von der Existenz der Ware weiß. Darum gibt es ja Werbung. So weit, so gut. Und ein Verkaufsprozess sollte wohl immer diesem psychologischen Muster folgen. AIWA, also Aufmerksamkeit wecken, Interesse wecken, den Wunsch wecken und den Kunden zur Aktion bringen. Oder auf Neudeutsch AIDA, Attention, Interest, Desire, Action. Ob das nun unbedingt genau so funktionieren muss, sei hier nicht so wichtig. Natürlich hat sich auch die Welt der Hypnotherapeuten so ein Paradigma der therapeutischen Trance erstellt. Wobei sehe ich gewisse Ähnlichkeiten, aber auch eine wichtige Grundvoraussetzung für die Hypnose oder jedes andere Gespräch erkennen lassen. Hier das Paradigma der Hypnose. Fixierung der Aufmerksamkeit. Außer Kraft setzen gewohnter Schemata und Glaubenssysteme. Unbewusste Suche einleiten beim Patienten. Unbewusster Prozess, der dann in Gang tritt. Und dann kommt die hypnotische Reaktion. Ich möchte es nicht, ich könnte noch ewig vorlesen hier. Ja, im Prinzip möchte ich aber jetzt dadurch eine kleine Diskussion anstoßen. Jetzt stellt euch mal vor, ich schlage immer nur das Gleiche vor, wie bei einer Lüge auch, ne? Wenn man diese nur oft genug wiederholt. Ja, und wenn dann derjenige, der diese Lüge oder diesen Vorschlag, obwohl es ja eigentlich bei einer Lüge gar keiner ist, wenn der die dann oft genug hört, diese Lüge oder diesen Vorschlag in Anführungsstrichen, der keiner ist, ja, was bleibt ihm dann? Gut, lasst uns darüber weiter diskutieren. Also, im Prinzip sind das Hypnotiseure. Und die haben ja auch wirklich, wirklich echte Füchse dabei, die sich den ganzen Tag nur Gedanken machen, wie kann man Massen beeinflussen. Ja, dann kommt noch der Lemminge-Effekt und so weiter und Massenbeeinflussung von Le Bon und oder wie der hieß und so weiter. Ich kenne das alles. Ja. Ich möchte euch bloß eins mit an die Hand geben. Leute, und jetzt komme ich wieder zu meinem typischen Satz. Man ist nicht so leicht beeinflussbar, wenn man gebildet ist. Und man kann dann trotzdem, obwohl man es vorgeschlagen bekommt oder vorgelogen bekommt, denken, wenn man genug Wissen hat. Das müssen wir unseren Kleinen wieder beibringen, denn einige Generationen sind schon verdorben. Da lässt sich nichts mehr machen. Auch nicht mit Hypnose. Naja, gut. Also, bis zum nächsten Video. Habt schöne Pfingsttage. Überhaupt schöne freie Tage und Leute, macht was, aber macht's gut. Bis dann.